So, hallo liebe SN-Zuschauer. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück. Und ja, in Schweinfurt hat sich ja nicht viel verändert, außer dass die Bruno-Merkel-Straße ja endlich frei ist. Man kann wieder runterfahren. Und ich habe natürlich viele Sachen zu tun gehabt die letzten paar Tage. Ich habe heute die Filme geschnitten vom Urlaub. Also es war ja kein Urlaub, es war ja eigentlich mehr ein Test. Und zwar haben wir also die Lidl-Reise da getestet. Und ja, ihr wisst ja, wir machen immer wieder mal so einen Test. Und da haben wir mal so eine Billigreise getestet und wollten einfach mal sehen, wie da die Leistungen so sind bei diesen Reisen. Und sagt, naja, bei dieser Reise so viele schlechte Kritiken waren und so. Haben wir gedacht, jetzt fahren wir mal hin und gucken uns das mal selber an. Und ja, haben es gleich auch mit dem Urlaub verbunden. Also war ein stressiger Urlaub, 2500 Kilometer mit dem Bus durch die ganzen Alpen durch, bergauf, bergunter, rüber und über. Also war sehr stressig. Ey, die alte, die Frau, die fährt ganz schön schnell. Von wegen 30 durch, ich muss ja 50 fahren, bergunter, dass ich überholen könnte. Gut mit dem Fahrrad unterwegs. Du. Bergunter halt, ne? Wahrscheinlich mit Elektromotor und so weiter. Und dann, ja. Fahren Sie so schnell, da bist du ja fertig mit der Welt. Naja, was gibt es Neues in Schweinfurt? Ja, gestern war ich auf Pressetermin drüben bei der Esken Männer. Und da tun sich also die ganzen Plastikfenster rausreißen und Plastikböden rausreißen. Und das ist alles so eine Masse an Plastik, dass sie extra einen Pressetermin angesetzt haben, diese Recycler, weil die sowas im ganzen Leben noch nicht erlebt haben. Die haben also, das ist die größte Plastik-Recycle-Aktion der letzten Jahre oder so, wie ich das verstanden habe. Also da muss man sich mal vorstellen, was die Amerikaner da für Plastik, was da erzeugt werden muss. Also hauptsächlich die Fenster und die Bödenbeläge und so weiter. Aber da kommt natürlich jede Menge an. Und da haben sie uns erzählt, dass aus dem alten Plastik wieder neue Bodenbeläge gemacht werden und neue Fenster gemacht werden. Naja, also gut, der Bericht könnt ihr noch ansehen, der kommt noch. Ja, was gibt es Neues in der großen Politik, außer dass unser Oberbürgermeister immer noch krank ist. Also macht er Teilzeit jetzt und wünschen ihm von hier aus alles Gute und ja, wünsche, dass er bald wieder kommt. Und was gibt es in der großen Politik? Jamaika. Jamaika, das Wort, wenn ich höre. Jamaika, das Wort, wenn ich höre, da könnte ich kurz so. Jamaika. Mensch, die ganzen Jahre sind wir mit der GroKo zurechtgekommen. Jetzt brauchen wir da vier Parteien, um Deutschland zu regieren. Dort. Vier Parteien brauchen wir da, um Deutschland zu regieren. Ja. Und also, sowas hat es ja überhaupt noch nicht gegeben. Ne? Sowas hat es ja überhaupt noch nicht gegeben. Ne? Und vor allen Dingen, die Parteien sind ja so, eigentlich haben die ja solche große Unterschiede in ihren Programmen. Dass die eigentlich, ich weiß gar nicht, wie die überhaupt zusammenarbeiten wollen. Ne? Die einen wollen so, die anderen so. Und das grundlegend dann sogar von der Meinung her. Und ja, die einen wollen die Flüchtlinge, die anderen wollen das nicht. Und die anderen wollen eine Obergrenze, die anderen nicht. Und ja, ey, das ist aber der Umwelt und so, das sind so viele Fragen, die sich konträr gegenüberstehen. Ne? Und da fragt man sich natürlich, puh, wie können die überhaupt zusammenarbeiten? Ne? Das ist ja ein No-Go, ne? Also da müssen ja alle sich verbiegen und im Endeffekt kommt ja nur Scheiße raus, da sind wir doch mal ehrlich, oder? Weil wenn ich irgendwas mache, das ich eigentlich nicht machen möchte, ne, dann gehe ich ja mit voller Begeisterung daran, das zu tun, ne? Wenn ich es dann machen muss, ne, was ich gar nicht möchte. Also das ist ja wieder ein Schmarrn. Und die SPD, die stellt sich hinten rein, das Opposition und sagt, und schreit auf der rum, ne, auf die Schwarzen, ne? Was ihr gemacht habt, ist alles Scheiße, was ihr gemacht habt. Ey, hallo, die haben doch selber mitregiert. Hallo, ha? Jetzt machen sie so, als wenn sie davor nichts. Geht das Schicksal. Mir? Nö, mir doch nicht. Ach Gott, das war doch alles die Angie, oder? Ja, leck mich doch, Fedo. Die soll da wenigstens zu ihren Verbrechen stehen, oder? Was sie da angerichtet haben wieder, ne? Mein Gott, ne, du. Jetzt machen sie so, als wenn sie davon nichts gewusst hätten, du. Alles an uns vorbeigegangen. Wir waren da nur drin gesessen. Wir haben da nichts gemacht. Ne? Und jetzt sind wir Opposition. Jetzt können wir ja schreien. Das war alles Scheiße, was da gemacht worden ist. Ne? Hallo, 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 du. Politiker, du, das ist bei wirklich ein Volk, du. Da könntest du mal grausen, du. Air Berlin, ne?
der Vorstandsvorsitzende, der kriegt Riesenabfindungen und die Arbeiter draußen, die kriegen noch nicht einmal Auffanggesellschaft. Na, und wieso müssen wir Steuern zahlen, überhaupt der, die am Bankrott bezahlt? Na, sollst du denn sein Vermögen einziehen? Ist schon, ne? Da muss ich mal überlegen, oder? Na, so ein, setzt die Firma in den Ruin ein, in den Bankrott ein, ne? Und dann stellt er sich hier und fordert Geld vom Staat, von uns Bürgern, Geld fordert er, ne? Damit wir Air Berlin retten. Du. Ich glaube, die haben wir wegen alle den Arsch offen, oder? Und dann kommt Lufthansa und die ganzen Chat-Dingsbums und wie die alle heißen, die Kleiner, ne? Und sagen, hey, gut, na, haben wir ein gutes Geschäft gemacht, oder? Und wir Steuerbezahler haben die Schulden übernommen. Ja, gibt's denn sowas in der freien Wirtschaft, da? Ne? Wenn ich halt mit meiner Zeitung Bankrott mache, ne? Und sage, ich brauche eine Auffanggesellschaft für die Renate, ne? Dann sagen sie, ne? Nichts da, ne? Aber da, bei Air Berlin oder so, da geht es noch. Ja, gibt es ein paar Milliarden, ne? Oder ein paar Millionen. Milliarden war ja wegen hochgegriffen jetzt, ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen. Ne? Eieieiei, ne? Also, und der Vorstandsposter, der Heinrich da, der hat gesehen und sagt, oh, geht mir alles nichts an, der hat sich auch mal Abfindungen. Ne? Geht auch mir nichts an, ne? Geht auch mir nichts an. Ne? Also, das ist eine Welt, du allerweile. Da im Rheinland haben wieder sechs Ausländer. Eine junge Frau beim Joggen. Oh, guck mal hier, du, das geht ganz schön vorwärts da. In der Kaserne, die reisen ganz schön ab. Ne? Also, beim Joggen wieder eine Frau bewusstlos geschlagen. Ne? So lange auf der eingetreten, eingeschlagen, bis er bewusstlos war. Leute, ich bin bestimmt nicht gegen Ausländer und ich liebe die Vielfalt. Ne? Aber die Leute, wenn geschnappt werden, weg damit. Abschieben, sofort abschieben. Nee, halt erst mal ins Gefängnis und dann abschieben. Ne? Weil das ist ja. Also, Was denken die sich? Was denken denn die sich? Das geht doch nicht, egal ob es Deutsche oder Ausländer sind. Wenn es Deutsche wären, die würde ich auch abschieben. Ne? Mein Gott, nein, ne? Abschieben nach Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Mein Gott, ey, das. In was für Welt leben wir alleweil? In was für Welt leben wir alleweil? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Da kommt ja doch das Grausen, oder? Jetzt haben die Kurden da drüben ihren Unabhängigkeitsstaat ausgerufen. Na, jetzt sind sie der unabhängige Kurdistan. Jetzt kommen die anderen und haben sie gleich wieder verjagt. Habt ihr das mitgekriegt? Da waren sie lang unabhängig, oder? Leck mich fett. Da bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt. So, die werden sich das bestimmt nicht gefallen lassen. Na. Wir sind ja von Deutschland ausgebildet und haben ja deutsche Waffen. Na. Wenn auch nicht die neuesten. Na. Aber das G36 wird schon noch funktionieren und die werden sich schon noch wehren. Ne? Da geht der nächste Krisenherd. Ne? In Spanien unten grieselt. Ne? Ach Gott, nee, du. Aber die Spanier sind ja, also, wenn man überlegt, am Anfang von dem Referendum, da war es ja so gestanden, dass die meisten, in dem Land, dass die meisten ja eigentlich dagegen waren. Die wollten sich ja gar nicht abtrennen. Ne? Und wenn die Spanier damals das Referendum einfach zugelassen hätten, dann so, na, dann mach doch mal ein Referendum. Ne? Und dann wäre das sowieso negativ ausgegangen. Aber nee, dann müssen sie mit Gewalt und Ding und das und das. Und jetzt haben sie einen Scheiß. Ne? Jetzt haben sie genau die Trotzreaktion der Bürger, ne? Dass sie genau das jetzt wollen, was sie nicht wollen. Ne? Und hätten sie doch einfach ein Referendum machen lassen, ne? Da wäre sowieso nichts rauskommen. Ne? Mein Gott. Weil die Umfragen waren, wäre das ja voll nach hinten, der Schuss nach hinten war, ne? Mit dem Referendum. Weil die meisten wollten ja gar nicht zu Spanien, ne? Die meisten wollten ja gar nicht zu Spanien. Und das Referendum wäre ins Leere gelaufen. Aber ne, dann der Rajoy da, der bläst sich auf, du, wie so ein kleiner Wirbelwind, so ein kleiner Taifun, ne? Und sagt, nein, will ich nicht haben und das machen wir nicht und Gewalt und. Keine Diskussion, keine Gespräche. Ne? Also ich, wenn er Rajoy gewesen wäre, ich hätte ich abstimmen lassen. Weil es positiv ausgegangen ist, dass er sich abspalten wollte, dann hätte ich immer noch sagen können, ja, aber das geht ja gar nicht. Ne? Dann hätte ich immer noch dagegen Veto einlegen können. Ne? Und wenn es sowieso negativ ausgegangen wäre, hätte ich gesagt, naja, ich hab's doch gewusst, oder? Also, aber sowas Undiplomatisches wie der, ne? Das ist ja also richtige, also ich
Ach, lassen wir es. Ne? Also ich bin jetzt da angekommen bei meiner Mutter, weil ich habe ja eine familiäre Pflicht. Ich muss halt auch immer noch mal auf dem Friedhof raus. Mein Mann, der da beerdigt ist, und muss ja, das ist alle Heiligen vor der Tür, muss man mal was Gesteck hinstellen oder so. Und natürlich so mein Vater im Friedhof, muss das alles erledigt werden. Ne? Und ja, und dann noch die Arbeit mit der Zeitung. Ne? Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich habe euch gefreut, dass ich wieder mal was von mir gegeben habe. Ne? War jetzt eineinhalb Wochen fast Stillstand. Und wünsche euch einen schönen Tag. Und guckt her, da kann ich mich ja immer beobachten. Ne? Und jetzt mache ich Folgendes.